Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal mega geil, dass ihr das BMW-Video so gefeiert habt. Deswegen kann ich euch auch hiermit verkündigen, natürlich bleiben die alten Videos so, wie sie waren. Das heißt, altes Intro, genauso technisch, genauso viel, ich sag jetzt mal, Talk. Aber wir wollten mit der BMW-Videoreihe einfach mal was Neues machen und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen. Und es ehrt uns natürlich umso mehr, dass ihr das auch zahlreich in den Kommentaren so von euch gegeben habt. So, ich hoffe, jetzt ist es noch nicht zu dunkel. Geht das noch einigermaßen? Ja, das geht, das geht. Wir sind mal wieder auf dem Weg in den Ruhrpott, beziehungsweise gerade angekommen. Wir fahren mal wieder zu der Firma David Motorentechnik. Das heißt, es geht mit Limo-Motor weiter. Abnormal, wie ihr das Auto gefeiert habt auf der Essen Motorshow. Und jetzt geht es natürlich direkt weiter, weil wir wollen natürlich nächstes Jahr da ein paar Events mitfahren. War übrigens die beliebteste Frage auf der Messe. Wird das Auto auch fahren oder wird das ein reines Ausstellungsfahrzeug? Und jeder, der mich kennt, weiß, dass das Ding natürlich fahren wird. Weil mich reizt es natürlich auch umso mehr, die alten Rekorde von dem Auto zu brechen. Wir fahren zu David Motorentechnik. Da war leider vor der Messe am Ende das Problem, dass die Zeit ausging. Wir wollten dann auch nicht den Motor zusammenfuschen, sondern haben dann gesagt, komm her, dann lassen wir jetzt erstmal gut sein und machen nach der Messe weiter, weil wir hätten eh niemals das Auto lauffertig auf die Messe bekommen. Wäre auch wirklich egal gewesen, weil es ist halt eine Messe, das heißt eine Standparty und keine Fahrparty. Das heißt, es war eh egal. Aber umso detaillierter und besser können wir jetzt mit dem Motor weitermachen. Das heißt, auf dem Plan für heute ist die Versteifungsplatte, die hatten wir ja im letzten Video montiert. Das heißt, in diesem Video müssen wir leider den Motor einmal auslitern. Haben wir schon etliche Male gemacht. Müssen wir trotzdem nochmal machen, weil in dem Fall wissen wir gar nicht mehr so genau, was sind da für Kolben drin, wie groß wurde der Brennraum gefräst. Dann jetzt der entscheidende Punkt. Ich bin gespannt, was Miguel oder Kevin, was die so für Theorien und Ansätze zur Thematik Verdichtung haben. Neuer Motorenbauer, das heißt neue Meinung, da bin ich auch sehr gespannt. Und ja, ich selber persönlich bin auch gespannt, was bei rauskommt, weil ich würde gerne mit der Verdichtung weiter nach oben. Den letzten Motor, den wir ungefähr gefahren waren, der hatte so 8:2:1 ungefähr. Und mein Wunsch wäre eher, wenn es in Richtung 8:5 bis 8:8 geht. Habe allerdings keine Ahnung, was wir damals mit Björn für Kolben gebaut haben. Also nein, wir haben natürlich Kolben für den Bereich gebaut. Aber ob das dann später in der Praxis auch so funktioniert, ist eine andere Sache. Deswegen, ich würde sagen, los geht's. Einmal auslitern und vielleicht sogar Zylinderköpfe draufstecken und so weiter. Mal gucken. Los geht's. Und los geht's. So langsam nimmt das Ganze Form an hier, ne? Ja. Ich habe schon im Intro gesagt, es wäre irgendwie Fusch, jetzt diesen Motor einfach zusammenzukloppen, ohne den auszulitern. Ja, wäre Dummheit. Alleine, damit man anschließend so ein bisschen, wenn er dann kaputt geklingelt ist, wenigstens weiß, woran es lag. Ja. Nee, also das ist auch schon so lange her, dass wir mit Björn diese Kolben so konstruiert haben. Das sollte damals irgendwas 8:1 ungefähr sein. Mhm. Aber wer weiß, wie oft mittlerweile geplant, nicht geplant und so weiter. Ja, das ist ja, wenn man das halt nicht macht und sich darauf verlässt, dann liegt man manchmal ganz schön daneben. Also wir selber haben schon deutlich über einen Punkt an Verdichtung daneben gelegen. Mhm. Obwohl der Kopfhersteller sagt, du hast dieses Brennraumvolumen, diese Dichtung, du hast den Kolben und dann packst du das zusammen, lieferst das aus und denkst, na Moment, wo sind wir denn gelandet? Und dann hatten wir das schon, dass wir teilweise völlig daneben waren. Wo versucht ihr mit bei den Amis und bei den V8s mal so zu landen? Ganz unterschiedlich. Also wenn wir einen Straßenmotor machen, wie zum Beispiel der da, dieser Ford Hybrid, sage ich mal, 9,5 bis maximal 10,2:1. Mhm. Weil das Problem bei denen ist, diese Autos, Oldtimer, werden oft bei warmem Wetter gefahren. Und wenn du dann bei 30 Grad Celsius fährst und hast den falschen Sprit drin, klingelst du dir die Dinger kaputt. Das ist einfach so. Das ist ein ganz normaler Sauger hier, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Gibt es bei denen mit Zündverteiler schon irgendwie eine Möglichkeit, dass er so ein bisschen Zündung zieht oder so? Gar nicht, ne? Dass er irgendwie so eine Art Klopfsensor hat, der dann irgendwie drauf reagiert? Nein, also ist komplett. Original nicht, nein. Das muss man dem Gehör des Fahrers überlassen. Das klingt ja so ein bisschen knirschig, wenn man Gas gibt unter Umständen. Wie lange hat man denn so in diesem knirschigen bis kaputt? Schnell. Das geht in einer halben Minute, wenn du Pech hast. Ja. Die Amis sind da richtig empfindlich. Aber doch eine halbe Minute. Ich hätte jetzt gedacht, das sind so Sekündchen so ungefähr. Kommt drauf an, wenn du natürlich im höheren Lastbereich bist, aber dann hörst du es ja nicht mehr. Ne? Mhm. Bei hohen Drehzahlen kriegst du es nicht mehr mit. Du kriegst es meist mit, wenn du aus niedrigen bis mittleren Drehzahlen beschleunigst. Mhm. Dann ist es am schlimmsten. Und man könnte theoretisch noch einen Klopfsensor dran bauen, aber
eigentlich müsste der dann einjustiert werden. Mhm. Ne? Passt dann die Frequenz zu dem Motor oder reagiert der dann schon auf die Geräusche aus dem Ventiltrieb? Ja. Da sind die manchmal ein bisschen sehr, sehr empfindlich. Müsste man wahrscheinlich einen Motor opfern, dass man dann wirklich weiß, die Frequenz war jetzt tatsächlich klopfen. Es ist aber tatsächlich so, wenn die Dinger anfangen zu klopfen, wenn man nicht ganz so, ich sag mal so, akustisch eingeschränkt ist, kriegst du das mit. Hm. Haben die irgendeine Zündzeitpunktverstellung dran? Das ja, haben sie aber schon, ja, ne? Ja, ja. Das haben sie schon. Also die haben üblicherweise, also dieser Verteiler gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht für den Motor. Weil das ist, glaube ich, ja schon irgendwie so ein Programmierter oder so, ne? Nein, auch nicht. Das ist einfach nur ein magnetischer Abnehmer und der hat nur eine Fliehkraftverstellung. Okay. Und hier fehlt mir die Unterdruckverstellung. Mhm. Wenn du die Amis fährst, mit einer zahmen Nockenwelle, da ist keine Unterdruckverstellung dran, saufen die noch mehr Sprit, ne? Also dann statt 16, 17 Liter vielleicht 20 und haben untenrum weniger Leistung. Du brauchst also für Ami-Motoren mit zahmer Nockenwelle auf jeden Fall eine Unterdruckverstellung, die das Ding nicht hat, weil das mal als Rennmotor aufgebaut ist. Ja. Das heißt, hier ist rein Fliehkraft wegen Drehzahl, das mit steigender Drehzahlerzündung immer früher ist. Ganz genau. Und bei den Ami-Verteilern kannst du die Anschläge der Fliehkraftverstellung einstellen, du kannst die Federn austauschen, also du kannst auch richtig rumspielen, um die Zündkurve so ein bisschen anzupassen. Mhm. Du kannst auch, teilweise gibt es Anschläge für die Unterdruckverstellung. Ja, was immer wieder krass bei den Amis ist, das sind so die einzigen Motoren, die ich kenne, wo die Leute wirklich noch viel Wert auf Optik legen, was den eigentlichen Block angeht. So, weil bei VW Audi und so ist das nicht so krass, dass man unbedingt so einen Block in Farbe haben will, dass unbedingt alles durchlackieren sein muss. Das finde ich, sieht man bei den Amis tatsächlich am häufigsten. Keine Ahnung, weil vielleicht der Motorraum meistens so aufgebaut ist, dass man gegenguckt. Ja, sie haben ja auch meist die, ich sag mal so, Motoren in Oldtimern. Der Motorraum ist größer, du siehst mehr vom Motor. Und wenn du einen Motor frisch gemacht hast, möchtest du auch, dass er schön aussieht. Mhm. Also so ist das zumindest bei unseren Kunden üblicherweise. Die haben auch teilweise sehr, sehr spezielle Farbvorstellungen. Ja, wie man hier sieht, ne? so ein Marineblau. Ja, das ist jetzt, genau, das ist von dem Kunden gewünscht. Einzige Problem an der Sache, wir benutzen diesen wunderbaren VHT-Lack, erbgutschädigend, krebserregend, weil er Benzol enthält. Den musst du also im Freien lackieren, das darfst du nicht in geschlossenen Räumlichkeiten machen. Dazu muss es warm genug sein und es muss trocken sein. Und den gibt es nur in bestimmten Farbnuancen. Da ist aber schon teilweise abgestimmt auf Mopar-Grau oder Ford-Frühblau, Ford-Spätblau, Chevy-Orange, was weiß ich. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte von dem Chevy-Orange einen hauchdunkleren Ton, dann geht das mit dem Lack nicht mehr. Das heißt, die Ami-Motoren haben wirklich ab Werk alle einen farbigen Block gehabt? Ganz viele? Ja. Ja, ja. Und dann baujahrabhängig, dann gibt es auch teilweise zum Beispiel Chevy Small Block ist orange und Chevy Big Block war dunkelblau, beispielsweise in bestimmten Baujahren. Ja. Und das ist dann den Kunden teilweise sehr, sehr wichtig. Oder manche haben nur eine Wunschfarbe, weil das ihrem Geschmack entspricht. Aber gerade bei den Mopars, also bei den Jungs hier, ist das extrem wichtig. Die sagen dann auch teilweise, wenn du dann das Masseband am Zylinderkopf hast, ne, dann wird zum Beispiel hier am Zylinderkopf das Masseband angeschraubt. Das muss dann zu einem Drittel mitlackiert werden bei den Hemi-Motoren. Das ist jetzt kein Hemi, weil das ab Werk auch so war. Und wehe, das Masseband ist nicht ein Drittel mitlackiert. Obwohl der halbe Motor nicht original ist, muss das Masseband auf jeden Fall. Ganz genau, richtig. Das ist sehr, sehr kurios. Ja, nee, das wusste ich gar nicht, dass die alle ab Werk verschiedene Farben hatten. Das, also wie gesagt, Ami ist für mich absolutes Neuland immer. Hier haben wir irgendeinen Schwingungsdämpfer, der zweiteilig ist, weil da irgendwas drin ist? Ja. Ah, okay. Das heißt einfach nur fertigungstechnisch, dass man hier hinterkam, ist da eine Platte vorgeschraubt. Ja, nicht nur das. Das ist auch ein spezieller Schwingungsdämpfer, weil dort die Riemenscheibe für den Kompressor angeschraubt wird. Aha. Und den haben wir uns liefern lassen von der Firma, die uns praktisch das Zubehör für den Kompressor verkauft hat. Und hier ist auch irgendwas drin? Irgendwie gummimäßig, flüssigkeitsmäßig, schwingungsdämpfungsmäßig oder ist das Ding einfach nur hohl? Nein, da ist was drin, auf jeden Fall. Ich glaube aber Metallrollen, soweit ich weiß. Müsste ich mich selber nochmal schlau machen. Cool. Ja, so, zurück zum Thema. Wir wollten eigentlich hier auslitern. Relativ einfache Thematik. Wir müssen eigentlich nur bestimmen, für die, die es in den letzten 12 Videos auf unserem Channel noch nicht gesehen haben, einmal dieses Volumen, dann einmal das Volumen im Zylinderkopf, dann einmal berechnen das Volumen von der Kopfdichtung dazwischen und dazu einmal den Hubraum berechnen. Und dann haben wir es eigentlich, ne? Ja. Wie ist deine Erfahrung zwischen Theorie und Praxis in Form von, wenn man es einzeln auslitert oder den zusammengebauten Motor auslitert? Je nach Motor. Und zwar ist das so, ich habe da schon Schiffbruch erlitten. Ich habe, also bei dem Motor, denke ich, geht das relativ
Nee, du kriegst das nicht ganz hin. Die Zündkerzenbohrung sitzt in dem Brennraum nicht an der höchsten Stelle. Mhm. Du hättest also, wenn du das im zusammengebauten Zustand ausliefert, hättest du hier Lufttaschen. Mhm. Weil diese Bereiche sind tiefer, die Zündkerzenbohrung, oder sind höher. Diese Zündkerzenbohrung ist ein bisschen tiefer, das heißt, würden sich hier Luftblasen bilden. Du bekämst ein gefälschtes Ergebnis, du bekämst einen zu geringen Wert. Und das habe ich schon mal bei Chevy Smallblock von uns sehr krass erlebt, wo ich dann auch die Zündkerze nach oben gedreht habe, habe das ausgelitert und dann war auf der Einlassseite noch so eine Beule im Brennraum, die dann einfach eine Lufttasche bildet. Mhm. Und dann bist du im Off. Das Problem ist, es ist immer ein kleiner Unterschied, so hundertprozentig präzise kriegst du es nicht hin, zwischen einzeln gemessen und zusammengebaut. Mhm. Mhm. Deshalb, aber wir haben festgestellt, du musst das einzeln messen, dann hast du zumindest schon mal plus minus 0,2 Punkte oder so den Bereich, wo du hinfährst. Okay, so, das heißt, als allererstes müssen wir gucken, logischerweise, dass Kolben ganz oben steht. Ja, das ist mit Augenmaß schwierig. Also nimmt man dann zum Beispiel so eine Messbrücke und dann dreht man das Ding. Ich drehe mal einmal, bis man den höchsten Ausschlag hat. Wenn es gehen würde, geht nicht, müssen wir einmal. So. Langsam. Man kann ja nach Augen machen. Ja, und der ruckelt ein bisschen der Motor. Ja, aber das ist immer so. Das sind die frechen Kolbenringe. Ja, mal ein bisschen weiter. Hm. Schläge werden kleiner. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Jetzt sind wir schon wieder im Hauch zurück. Hm. Nächster Versuch. Ja, so. So langsam. Bisschen weiter, 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 weiter. Stopp. So, jetzt ist die erste Frage, haben wir hier gerade einen Überstand oder ist das Plan? Für mich sieht das fast wie ein Unterstand aus. Oder ein Unterstand? Ja, das ist immer ganz schwer. Schwer zu... Unterstand. Unterstand, okay. Ja. Weil sonst können wir jetzt natürlich nicht unsere Platte drauflegen, um das Ganze auszugliedern, ne? Ja. So. Jetzt haben wir ja einfach so eine Platte immer dabei, zufälligerweise. In dem Fall ist es jetzt sogar recht einfach, dadurch, dass der Motor so gekippt ist, wird die Luft logischerweise nach hier entweichen. Mhm. Das heißt, das sollte eigentlich so auch ganz gut gehen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch einmal... Vielleicht so, wie gesagt, so ein bisschen gedreht. Ich glaube, hier ungefähr. So etwa. Ja, ja. Aber da wir das eh gleich zusammen machen, können wir die Zündung ein bisschen... So, wir müssen das Ganze nur einmal abdichten. Das heißt, wir machen jetzt hier einfach ein bisschen Fettdruck. Mhm. Wäre es... Recht, wenn ich das mache. Ja, ja. Aber einfach drauf. Da. Mit, ich sag mal so, Krempel rumschmieren kann ich ganz gut. Ich kann doch was hervorragend kleckern. Meine Frau bewundert mich deswegen nicht. Zum Beispiel Tomatensauce auf Hemden geht großartig. Ja, vorhin gerade, wenn du das Hemd wahrscheinlich noch brauchst an dem Tag. Ja. Hoffen wir, dass das reicht. Jetzt haben wir hier so einen schönen Helfer. Gold wert für solche Sachen. Und jetzt haben wir unsere Bürette mit. Was nimmst du immer als Flüssigkeit dafür? Ja, zum Beispiel ATF oder Hydrauliköl, also dünnflüssiges Öl. Mhm. Weil Motoröl fließt halt nicht so prickelnd. Und was scheint, macht die jetzt? Rucksprotz. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann eigentlich nur wieder in einer... Ganz, ganz... Na, Türmchen! Ich lasse schon mal die Luft raus hier unten, das ist immer ganz wichtig. Was ist das jetzt gerade für eine Flüssigkeit hier? ATF, Automatikgetriebeöl. Witzig, ist doch relativ dünnflüssig, aber dann doch... Und man sieht was nicht. Also, wir starten bei 0 Milliliter. Willst du die Platte ein bisschen runterdrücken und führen? Und ich mach die Bürette kaputt am Ende. Das wäre Milli. Ich habe nicht so viel Bürettenerfahrung, gebe ich offen ehrlich zu. Ich hoffe, das Loch ist hier am Ende nicht. Ja, da läuft nämlich das ATF schon relativ langsam, ne? Mhm. Ach, das ist schon voll geöffnet. Ja, das ist schon. Vielleicht liegt das auch an der Raumtemperatur. Die Flüssigkeit ist nur zu dickflüssig. Das heißt, es tröpfelt so langsam da jetzt unten raus, dass wir wahrscheinlich hier eine Stunde stehen würden mit dem Öl. Deswegen nehmen wir da jetzt lieber
irgendeine Flüssigkeit, die ein bisschen dünnflüssiger am Ende ist. Damit es einfach ein bisschen schneller geht. Ein bisschen kühle Flüssigkeit habt ihr? Nee, kühle Flüssigkeit haben wir hier nicht. Wir haben da frisches ATF, nagelneu. Ja, dann nehmen wir das. Probieren wir es nochmal neu. So, nächster Versuch. Sieht auf jeden Fall dunkler aus. Und ist auch gefühlt dünnflüssiger, ne? Kann ja, das sein? Ist Dextron 6. Soll dünnflüssiger sein. Das sitzt perfekt. 18 Milliliter genau. So, und los geht's. Du nimmst wieder die Platte, ja, ne? Ja. Wieder so. Guck, das läuft doch hier gleich. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal, jetzt sieht man schön, wie dünn der Spalt zur Platte ist außen, ja, weil kaum Flüssigkeit drunter läuft, ne? Mhm. So, interessant wird gleich noch, ob wir durch das Loch das überhaupt befüllt kriegen hier komplett. Oder ob wir einmal umswitchen müssen irgendwann. Fließt die Kühlflüssigkeit schneller? Ja. Aber in dem Fall ist es ja eigentlich sogar ganz cool, wenn es ein bisschen, zwar für uns länger dauert, aber dafür haben wir so natürlich das perfekte Ergebnis gleich. Ja. Ja. Auf jeden Fall sieht es geil aus. Also, wir haben im Brennraum, warte, ich stehe auf der falschen Seite, ich glaube 11, ne? Was haben wir? 10,8. 10,8 Milliliter. Ja. Das war Teil Nummer 1. Jetzt haben wir hier praktischerweise. So. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Trick. Mal hier unter den Kopf gleich was drunter legen, dass wir da wieder die gleiche Schräge haben. Jetzt müssen wir noch voll machen. Ein Tömchen. So. So, willst du die Platte wieder? Ja. Ich lasse meine gesamte vorhin gewonnene Plattenerfahrung mit einfließen. Wobei das wahrscheinlich erstmal ein bisschen. Das dauert. Ja, genau. Eigentlich brauche ich die Platte noch nicht festzuhalten. Ja, können wir Kaffee trinken. Ja, kein Problem. Solange das Ding läuft, Bohrungsdurchmesser, die wir zur Sicherheit nochmal messen. Außer du weißt noch aus dem Kopf? Nein, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich glaube 81,5. Ich meine auch 81,5. Ja. Ich meine 81,5. Ja. 81,5 und wir hatten einen Hub von 92,8. So, geteilt durch 2 gleich 40,75. Das Ganze müssen wir im Quadrat rechnen. Mich würde es ja immer mal reizen, zu überprüfen, ob so eine Kurwelle genau 92,8 hat. Gucken wir mal, hohe Tiefenmaschine. Weil das haben wir nämlich noch nie gemacht. Also, wir machen jetzt Folgendes. Ich könnte das auch unten drehen, vielleicht kann man die Zahl. Wir drehen aus dem OT einmal den ganzen Motor durch. Bis wir die tiefste Stelle haben. Bis wir die tiefste Stelle haben und kontrollieren mal, ob das wirklich 92,8 mm Hub sind, wie wir es eigentlich bisher immer gedacht haben. Einfach drehen. Ja, aber geht der jetzt automatisch mit runter? Nö. Achso, du willst dann einfach. Ich kann mit dem Finger drücken. Ja, noch ein bisschen geht noch. Ich weiß nicht, tut sich da was? Ich sehe es. So, jetzt sind wir bei 92,8, genau, 0,0. Hm. 92,9. Das heißt, den 92,9 können wir dann auch glauben? Ja, ja, ja. Die sind definitiv jetzt. Also wir können es ja nochmal machen. Wir können es ja, jetzt geht es einfacher. Wir nullen den, drehen wir hoch. Dann bleibt er in der höchsten Position stehen.
Kannst du einfach durch, volle Pulle. So. Der bleibt ja stehen. Und, was zeige ich an? Jetzt sagt er 92,8,0. Mhm. Ja, dann kann das vorhin mit dem Geruckel zusammen. Also passt, genau. Ja. Okay. Tja, haben wir aber kurz überprüft, ob die Ingenieure bei VW auch alles richtig machen. Ja, meine Hände. Ja, noch. Genau. Also ein bisschen haben wir noch. Stimmt. Ihr habt mich überzeugt, ich werde mir so eine Bürette auch zulegen. Nicht unbedingt so eine, sondern aus Prinzip. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es fließt die Schnalle noch, überlege ich, ob ich an der Diamantschleifscheibe vorne den Konus etwas anschleifen kann, bis die Bohrung größer ist. Mhm. Damit es schneller fließt. Mhm. Wahrscheinlich brauche ich dafür 2 bis 3 Büretten. Und die erste, die fertig ist, die fällt dann einmal runter. Nee, wir haben das mit Kühlflüssigkeit und die dann noch mit Wasser mischen. Mhm. Das geht ja auch ganz gut. Aber klar, wenn wir jetzt ein geiles Ergebnis haben wollen, ist es natürlich cool, wenn es so langsam fließt, weil dann haben wir auch den Vorteil, dass es nicht in der Mitte wieder rausfließt. Ne? Hier ist ja noch gar nicht. Noch gar nicht da. Ja. Das ist ja noch gar nicht gefüllt. Ja. Okay, pass auf, dann machen wir so lange Thema Kopfdichtung. Die müssen wir ja logischerweise auch noch einbeziehen. Ja. Da ist übrigens das Witzige, da können wir wirklich so eine Wald- und Wiesen-Kopfdichtung für 30 Euro nehmen. Naja, Wald und Wiese? Ist nein, ja, Metall. Nee, ist schon ein von eins, aber da müssen wir jetzt nicht groß irgendwie. Ist für diejenigen, die so einen Motor öfter mal zerlegen, schon cool, wenn du nicht irgendwie erst in Amerika, in Italien, Japan, England immer eine Kopfdichtung bestellen muss, sondern direkt einfach nur vom Großhändler nehmen kannst und fertig. Ja, aber das ist ja der Vorteil, dass du einen hochwertigen Motor hast, der ab Werk schon mit Turbo ausgerüstet ist. Dann sind die Materialien ja schon dafür ausgelegt. Ja, 1,1 hat die sogar gepresst. Okay, nee. Bei den Amis ist das teilweise fummelig mit den Mehrlagenmetalldichtungen, weil die Bohrungen dann teilweise stark abweichen von dem, was du gerade brauchst. Ich habe mir Mehrlagenmetalldichtung für unseren 5-7er geholt, der in Anitas Renner war. Und da war der Bohrungsdurchmesser ein Hauch zu klein. Da stießen die Kolben, weil die leichten Überstand haben, mit dem Feuersteg gegen die Dichtung. Hört man das im Leerlauf, ja, ne? Das haben wir nicht ausprobiert. Ach so, ja, da rechtzeitig noch gemerkt. Nein, ich habe beim Zusammenbau, ich lege die Dichtung drauf und gucke, schaue das an. Und wenn ich dann sehe, die Dichtung ragt in den Brennraum, dann ist Feierabend. So, also hier haben wir 83,5, weil das Volumen hiervon müssen wir logischerweise auch noch berechnen. Das ist dann 83,5 geteilt durch 2, sind 41,75. Das müssen wir wieder im Quadrat nehmen. Und jetzt hatten wir gesagt 1,1. Jetzt ist immer entscheidend, wie dick die Kopfdichtung natürlich später gepresst ist. Das heißt, nicht wie sie jetzt gerade ist, sondern so wie sie im Motor zusammengebaut mit Kopf draufgeschraubt ist. Und das sind in unserem Fall 1,1 mm. So, das heißt, wir haben in der Dichtung gleich 6,02. Eigentlich witzig, dass dieses Volumen, kann man sich immer so schwer vorstellen, von der eigentlichen Kopfdichtung, so in dünn gepresst, 6 Milliliter sind und hier in dem Brennraum in Anführungsstrichen nur 11 Milliliter, obwohl es eigentlich so aussieht, als wenn das viel, viel mehr ist, finde ich. Was wäre deine Wunschverdichtung für so einen Motor? Nicht, oh, also 8,5, 8. Auch so in dem Rea, ja. Im Zweifelsfall lieber 8. Dann kannst du mehr Ladedruck fahren und machst nicht so viel kaputt. Ja, zieht da zwar unten rum nicht so toll. Wir haben das Problem gehabt irgendwann, dass halt Ladedruck schon auf 100% war. Und die Leistung halt trotzdem nach oben sollte. Und dann haben wir halt angefangen mit ein bisschen mehr Verdichtung. Würdest du sagen, dass mehr Verdichtung auch mehr auf Pleuellager geht? Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Definitiv. Also ist schon so, dass dieser, ich sag jetzt mal, dieser Mehrdruck auch direkt auf den Lagern ankommt? Es ist noch schlimmer. Im Grunde genommen ist es so, dass der Leistungsgewinn auf jeden Fall deutlich niedriger ist als die Beanspruchung des Motors. Echt? Ja. Es gibt zum Beispiel in dem Buch Helmut Hüttenschneider Motoren seziert und frisiert eine Kurve, die anzeigt, welchen Gewinn du hast, wenn du die Verdichtung erhöhst. Mhm. Wobei er da mit ganz kuriosen Werten anfängt, Vorkriegswerten 4:1 und geht dann rauf bis, glaube ich, auf 10:1. Und dann merkst du so im oberen Bereich von 9:1 auf 10:1 auf 11:1, da kommt nicht mehr so viel. Aber natürlich, ich sag mal so, erhöhst du die Beanspruchung des Pleuellagers. Und dann muss man ja auch sehen, dass es irgendwo eine Grenze gibt und du kommst ja der Klopfneigung immer näher. Das heißt also. Aber vor Kriegszeiten sind die echt 4:1 gefahren? Ja. Ich dachte mal, 4:1 wäre eigentlich schon so tot für so einen Motor. Ich hätte jetzt mal geraten, dass der Ford Modell T 4,3 oder so zu 1 hatte. Dann als Benziner? Ja. Krass. Dass das überhaupt zündet.
Die hatten eine sozusagen Multispark-Zündanlage. Mhm. Das heißt also, die hatten nicht einen Unterbrecher, so wie wir das kennen, der einen Funken erzeugt, sondern die hatten ein vibrierendes Relais. Mhm. Und das wurde über einen Kontakt angesteuert und das vibrierte dann über die gesamte Zeit, die jetzt praktisch angesteuert wurde und machte dann viele, viele Funken. Ah, das heißt, der eigentliche Zündzeitpunkt war da gar nicht so definiert wie bei so einem Zündverteiler, dass er genau bei 20 Grad Feuer zündet. Ja. Sondern es kann so passieren, dass er halt von 40 bis 0 Grad so ein paar Mal zündet. Nein, so will ich das nicht sagen. Also er fängt zum Beispiel bei 20 Grad VOT schon an, aber liefert dann danach noch ein paar Funken, falls es nicht gereicht haben sollte. Machen übrigens alte Flugzeugmotoren, machen das genauso. Die haben auch viele Funken pro Umdrehung, weil die teilweise auch sehr, sehr langsam starten. Mhm. Ja, je weniger flüssiger drin ist, je länger dauert es natürlich leider auch zum Rauströpfeln. Ich bin mal gespannt, ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Das ist viel. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, ob wir unter oder über 50 waren, sprich ob das gleich reicht oder nicht reicht. Ich möchte noch etwas zum Einlaufen der Kurbelwellenlager beim Ford Modell T erzählen. Ich hatte mal ein Handbuch hier, weil wir mal so einen Motor überholt haben. Und da wurden die Lager mit Weißmetall ausgegossen. Das waren also keine fertigen Lagerschalen, so wie heute, sondern man hat die Kurbelwelle praktisch in den Motorblock positioniert und dann Weißmetall reingegossen. Und das dann zum Teil noch ein bisschen nachgeschabt oder so. Und eingelaufen wurde das so, es gab im Motorenwerk eine Vorrichtung mit einem dicken Elektromotor. Dann wurde der Verbrennungsmotor an den Elektromotor gekoppelt und dann mit einer bestimmten Drehzahl eine Zeit lang betrieben. Und wenn Qualm aus den Lagern aufstieg, war der Motor eingelaufen. Das war dann das Signal für fertig, jetzt kann er eingebaut werden ins Auto. Es ist kurios. Wahnsinn. Und hat trotzdem funktioniert, ne? Ja. Aber wenn man auch guckt, wir haben zum Beispiel einen Motor hier von einer Indian Power Plus von 1917. Mhm. Und der hat einen Vergaser, einen Zweizylindermotor mit glaub 700 Kubikzentimeter oder so, 18 PS, weiß ich gar nicht mehr genau. Und die hatten keinen Luftfilter. Und wie sahen die Straßen 1917 aus? Das waren Schotterwege. Sowas kann nicht lange gehalten haben. Aber die waren wahrscheinlich froh, dass sie überhaupt vom Fleck kamen. Oder da war das so, dass jedes halbe Jahr so ein Motor auf war, revidiert wurde, neuer rein, neues Auto. Mhm. Also wir sind auf jeden Fall von der Verdichtung unter 10. Das kann ich so schon sagen. Aber ich glaube, so genau haben wir es noch nie gemacht. Bislang ging auch immer irgendwas schief. Ja. Beim Auslitern? Ja, der tropfelt da irgendwann im entscheidendsten Moment irgendwie, dass doch nochmal ein Tropfen weggeht, dass die Bürette runterfällt, dass nicht genug drin ist. Das kann halt gleich auch noch passieren. Ja, ich glaube, das geht so fast bis zum Ende, bis zum blauen Strich da. Ich meine, wir können zur Not den Trick anwenden und können natürlich logischerweise Kleber und dann abmachen. Dann sehen wir, wie viel noch drin ist. Mhm. Das können wir auch machen. Ja, stimmt. Fieser Trick. Sahara-Trick. Was sagst du sonst so zu dieser Beschichtung, um die Temperatur da rauszunehmen? Macht Sinn oder eigentlich keinen Sinn? Ich werde auf gar keinen Fall sagen, dass es keinen Sinn macht. Ich muss das ehrlich geschehen, ich weiß es nicht. Okay. Ich habe keine Erfahrung damit. Also auf dem Kolben, klar, macht es immer Sinn, da keine Temperatur drin zu haben. Ja. Aber beim Brennraum ist für mich immer schwierig. Klar, natürlich ist die Temperatur in der Abgase gerade mit Turbolader cool. Aber die Frage ist halt, ob es nicht besser ist, wenn man es eher rauszieht übers Kühlwasser halt, ne? Und somit ein bisschen kältere Ventile und so weiter hat. Ja, du brauchst halt die Umgebung des Brennraumes, und damit Kolbenboden, Brennraum und natürlich Zylinderwände, die aber viel weniger, dürfen eine bestimmte Temperatur nicht überschreiten. Du könntest ja theoretisch zum Beispiel einen Kohlenstoffkolben einbauen, der eine schlechte Wärmeleitung hat und praktisch den Boden zum Glühen bringen. Dann beim Dieselmotor wäre das im Prinzip egal, aber beim Benziner hast du dann die hyperklopfende Verbrennung. Ja. Im Prinzip ist es genauso, wenn du einen Zylinderkopf schlecht kühlst, dann werden die Auslassventile heißer. Mhm. Dann fangen die Auslassventile eventuell an zu glühen, das ist das Gleiche. Mhm. Also eigentlich ja, muss man testen, in Anführungsstrichen. Ja. Ich sehe uns schon den Kopfplan, um die Verdichtung hochzukriegen. Habt ihr Erfahrung, was der Unterschied ist zwischen Köpfe CNC gebordet oder nicht? Ja, aber ich habe irgendwie alles, ich will nicht sagen vergessen, aber... Schon vergessen. Genau. Ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Na, ein bisschen. Ich meine, 3 Kubik holt man da ungefähr raus? Nein, ich meine jetzt an Leistung. Ach so, an Leistung. Ja, das ist bei den Köpfen viel.
Mhm. Also bei den Köpfen kann man da erstaunlicherweise viel raus. Wir sind da. So müssen wir jetzt. Ja. So, so. Uah, jetzt fängt es an zu schlabbern, darauf läuft. Ja, on point. Wir hatten eine Messung gemacht tatsächlich. Zumindest was man in der Theorie an mehr Flow rausholen kann. Und das war bei den Köpfen, waren wir bei 12% ungefähr. Mhm. Vorreiter für so einen Kopf ist ein typischer VR6-Kopf. Da geht am meisten. Mhm. Da waren es knapp 30% so. Beim 4 Ventile oder beim 2? 2 Ventile. Die 4 Ventile R32, also R32 VR6 Kopf, ja. Dann der ist erstaunlich gut. Da kann man fast in Anführungsstrichen gar nichts holen. In dem Fall ist es jetzt ja so, diesen Kopf, den wir fahren, das ist ja eigentlich kein RS4 Kopf, sondern ein Saugerkopf. Ja. Der Saugerkopf hat diesen Tumble-Kanal nicht. Mhm. Da hat der Einlasskanal eine andere Geometrie. Ja. Machen sie bei Porsche auch teilweise auf die Turbomotoren die Saugerköpfe, dann geht mehr. Und weil die GT3-Köpfe da wahrscheinlich sensationell gut sind, ne? Ja. So, wir sind tatsächlich knapp drunter. Also knapp drunter im Sinne von 49,6 würde ich sagen. Ja, 49,5, 49,6. So, jetzt gibt es ja zwei Methoden, um die Verdichtung auszurechnen. Welche machst du immer? Ich wüsste nicht, gibt es zwei? Ich nehme nur eine. Es gibt zwei Rechenwege. Tatsächlich. Also ich mache immer Hubraum. Also falsch. Erstmal das gesamte Volumen, also ja. Hubraum plus Brennraum, eigentlich ein Brennraum, dazu zählt halt Kopf, Kolben, Kopfdichtung, geteilt durch den Hubraum. Geteilt durch Brennraumvolumen. Ja, ganz genau. Richtig. So, es gibt aber noch irgendwas anderes mit 1, wie auch immer, weiß ich, habe mit Björn schon mal drüber philosophiert und so weiter. Tatsächlich, ist mir nicht bekannt. Ja. So, wir rechnen das mal zusammen. Also, erstmal rein Brennraum haben wir jetzt 10,8 waren das, ne? Ja. Oder 10,9? 10,8, ne? 10,8 plus 49,6 sind also 60,4 plus, wir sagen jetzt einfach mal 6, sind wir bei 66,4. Habe ich was vergessen? Ne, Brennraum, Dichtung, Brennraum. Genau. So, plus unseren Hubraum, das sind 484,12, sind wir somit bei 550, damit ich jetzt keinen Fehler mache, 66, 90, 50, 550,52, sorry. Und das müssen wir jetzt teilen, geteilt durch 66,4. Also quasi Hubraum plus Brennraum geteilt durch Brennraum, weil das, was wir hier gerade machen, ist quasi den Zustand aus Kolben ganz unten zu Kolben ganz oben. Und da kommt mal raus, boah, ist das immer fast so wie auf dem Prüfstand, 8,321. Schön. Miguel freut sich. Genau. Kann ich nichts kaputt machen, ne? Mhm. Ganz genau. 8,321. Mein Traum wäre, das gibt es aber nicht, eine dünnere Kopfdichtung. Der Kolben oben war bündig, ne? Etwa, ziemlich, ja. Das heißt, was würdest du empfehlen, was für eine Quetschkante braucht man? Das kann man nicht absolut sagen. Es gibt Turbomotoren, die haben praktisch überhaupt keine Quetschkante. Grundsätzlich ist eine Quetschkante sehr positiv, weil man müsste theoretisch versuchen mit einem Motor. Hat der ja praktisch gar nicht. Genau, hat eigentlich gar keine. Der hat eigentlich gar keine. Also wir könnten theoretisch, jetzt übertrieben gesagt, nochmal einen Millimeter vom Kopf runterplanen, bis irgendwann ein Ventil fast bündig ist. So, ne? Ja. Kannst du ausrechnen, kannst du ja mal ungefähr messen, wie groß das ist. Und dann weißt du, wenn du einen Millimeter runternimmst, wo du dann verdichtungsmäßig landest. Genau, also angenommen, wir wollen mit der Verdichtung hoch und wir würden jetzt übertrieben gesagt diese 1,1 Millimeter Kopfdichtung einfach weglassen. Das ist jetzt einfach zu rechnen. Dann hätten wir 6 Kubik weniger. Das heißt, wir hätten in dem Fall beides minus 6. Dann haben wir also 544,5 durch 60,4. Und dann wären wir bei, um mal zu gucken, was sich da so tut, dann wären wir bei 9 glatt zu 1. Also 1,1 mm Kopfdichtung macht in dem Fall ungefähr 0,7 Verdichtungspunkte aus. Das heißt, den Bereich haben wir jetzt überhaupt nur zum Spielen. War aber goldrichtig, das auf jeden Fall zu machen, weil jetzt können wir uns nämlich überlegen, was wir mit der Verdichtung machen. Variante 1 wäre, da wäre ich ja absoluter Fan von, wir fahren in den VR6-Motoren, haben wir eine Kopfdichtung, die hat nur 0,6 mm. Ach, und die wird dicht? Mhm. Und das bei dem Riesenkopf, der ja tendenziell schon immer Ärger macht. Das Coole ist, da hat man natürlich null Fläche zum Reinblasen.
Das ist so richtig, das funktioniert dann richtig cool. Aber hier ist natürlich jetzt auch nichts, was man weglassen könnte. Nee, die Amis haben teilweise Einlagen-Metalldichtung. Hab mich gewundert, dass das überhaupt funktioniert. Na, eigentlich ist das nämlich auch nur eine Dreilagendichtung, da ist dieser innere Einsatz. Was würdest du zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt hier in der Mitte diese Lage weglassen? Das geht nicht, ne? Weil das ist ja eigentlich die Haupt... Du hast ja normalerweise Sicke, Flach, Sicke. Ja, und du kannst Sicke auf Sicke schlecht fahren und Flach auf Flach schlecht. Wäre zu probieren. Das Problem ist, kann funktionieren, muss nicht. Ja, also wir haben ja zum Glück immerhin noch die Ringe, die das Ganze am Ende abdichten. Ne? Ja. Aber und du könntest dann auch noch ganz frech zum Beispiel so eine Dichtung mit Kupferspray. Kupferspray, ganz genau. Einsprühen. Oh, nee, guck mal, was hier witzig ist, das sehe ich auch zum ersten Mal. Die ist nicht symmetrisch aufgebaut, ne? Wir haben quasi auf der einen Seite haben wir nur eine Lage. Ja. Und dann kommt die dicke in der Mitte und hier haben wir noch eine so eine dünnere zwischen. Das Einzige, wenn du nur eine Lage nehmen würdest, dann würden die Kühlwasserbohrungen nicht mehr passen. Mhm. Also diese künstlichen Drosselungen, die sind da quasi nicht mehr, das nicht mehr drin. Ne? Und dann würde der Motor wahrscheinlich verrecken. Weil der Wasserdruck dann zu gering ist, oder? Nein, das ist einfach so, du hättest dann praktisch einen Strömungskurzschluss. Wenn du also hier, das Wasser sucht sich ja den einfachsten Weg. Und es wird hier ausgebremst durch bestimmte Löcher. Und du siehst, dass hier zum Beispiel Löcher größer sind, da wo der Kühlwasserbedarf größer ist. Also vermute ich mal, da wo diese Löcher größer sind, ist die Auslassseite. Das heißt also, es könnte also sein, weil du ja eine bestimmte Menge Kühlwassereinheit pro Zeit hast, das gibt eine gewisse Kühlwassergeschwindigkeit, wenn du jetzt einfach diese großen Schlitze hier auf hast, dass das Wasser sich sagt, ach weißt du was, ich gehe ja auf der Einlassseite rüber, das ist mir bequemer und die Strömungsgeschwindigkeit hier sehr, sehr langsam und dann werden die Auslässe nicht mehr ausreichend gekühlt. Also das, ich weiß von Motorrädern und so, das geht fürchterlich in die Hose, wenn man sich das da einfach... Wenn man da rumspielt, ne? Ja. Weil du hast tatsächlich recht... Das ist nämlich tatsächlich auch die Auslassseite, wo die Löcher größer sind. Ja, logisch. So, das heißt, diese, haben wir das nämlich auch geklärt, kleine Löcher, große Löcher, weil einfach dann auf der Auslassseite das Wasser schneller strömt. Mehr. Und mehr, genau, mehr strömt und somit hier mehr Hitze abtransportiert werden kann. Ja. Weil die Auslassseite logischerweise immer wärmer ist als die Einlassseite. Okay, ja, so, das heißt, wir können uns jetzt überlegen, wie wir im nächsten Motor die Köpfe montieren, ob Variante 1 wir diese Dichtung uns vielleicht vornehmen und ein wenig dünner machen oder wir hammerhart über die Köpfe leider nochmal einmal rüberplanen. Rüberplanen ist das Einfachere, passt dann die Ansaugbrücke noch? Ne, muss auch nachgearbeitet werden, ne? Ja, ja, ich denke schon. Also... wir haben schon mal noch viel, viel mehr weggenommen. Mhm. Man sieht das immer, wenn man, ich habe mal eine Kopfdichtung montiert, die 1,5 mm dicker war. Mhm. Und dann gehen die Köpfe so weit auseinander. Andererseits, würdest du den zusammengebauten Kopf planen oder auf jeden Fall zerlegen? Man kann ihn zusammengebaut planen, wenn man hinterher, ich sag mal so ordentlich jetzt reinigt und diese Löcher hier zustopft, damit in die Ölrücklaufkanäle keine Späne fallen und hinterher in den Federn hängen bleiben. Wir planen sehr oft zusammengebaute Köpfe. Das ist also, ich wage sogar zu behaupten, die Hälfte aller Köpfe, die wir planen, ist montiert, weil der Kunde nicht möchte, dass das zerlegt wird oder so. Und natürlich besteht dann die Gefahr, dass so ein bisschen Flitter dann im System hast, aber das ist ja Aluflitter. Das macht dir praktisch die Ölpumpe kaum kaputt. Nicht, dass das jetzt positiv wäre, wenn Aluflitter durch die Ölpumpe geht, ist es nicht. Musst du mal gucken, ob das funktioniert. 1,3. Ja. Muss aber praktisch hier auch nochmal messen. Würde das gleiche sein, aber ja. Ja, ja. Mhm. Ja, guck mal, dann bist du ja auf der sicheren Seite. Ja, also man könnte da, ich sag mal, ich würde da jetzt nicht einen Millimeter runter planen. 0,8 oder so. Aber die Frage ist, ob man jetzt künstlichen Kopf plant, weil man nimmt sich natürlich eine Reparaturmöglichkeit, falls doch mal irgendwas ist, irgendwie weg. Ne? Ist das eine. Und vor allen Dingen, du verringerst Wandstärke eventuell an kritischen Bereichen, die du vielleicht für Festigkeit oder Steifigkeit brauchst. Die Amis werben bei Aftermarket-Köpfen oft mit halt der Wandstärke des Kopfes, dass das besonders dick und steif ist und so weiter. Und im Grunde ist es ja auch so, dass du das brauchst, wenn du mehr Leistung fährst. Ansonsten kannst du... Aber das dauert natürlich wieder bei Elring oder so nachfragen und sagen, guck mal hier, mach mir sowas einlagig für 1 Milliarde Euros Bitcoin. Was würdest du sagen, wenn wir nur diese mittlere Lage nehmen? Hat die Sicken oder ist sie flach? Ist komplett flach. Nein, funktioniert nicht, keine Chance.
Krass, also man braucht wirklich diese Sicken, um das auszugleichen. Mhm. Trotz unseren Ringen, die wir da drin haben und so weiter. Ja, die Wasserkanäle werden garantiert und ich kann sich darauf verlassen. Und der Ölkanal, der wird auch schön sprudeln. Oder kommt das von hier in der Mitte oder so? Nee, kommt doch von hier. Okay, verstehe. Die Sache geht schon mal nicht. Die Teile nehmen können wir logischerweise auch nicht, weil dann die besagten Kanäle vom Wasser offen sind. Interessant wäre halt mal, aber das ist wieder so ein Versuch. Angenommen, wir würden die Wasserkanäle komplett offen fahren. Ob das für unseren Hochleistungsmotor nicht dann doch sogar besser ist, wenn man einfach maximal viel Wasser durch den Kopf durchspült. Wie gesagt, probieren. Probieren geht über studieren. Ne? So ist, die Sache ist die, du hast ja auch ein Thermostatgehäuse und so, also du fährst ja mit Thermostat. Ja, ja, das lasse ich eigentlich mal weg. Also, ja? Ja, das wird schon so ein bisschen variiert, je nachdem. Weil so eine Wasserpumpe fördert schon eine ganz schöne Menge. Das ist nicht wenig Wasser. Ja, gerade auf Drehzahl, ne? So eine mechanische. Ja, die und die erzeugt auch Druck, so eine Wasserpumpe erzeugt lockerweise nicht 2-3 Bar Wasserdruck oder sowas. Ja. Allein, ich sag mal, durch ihre Strömungsgeschwindigkeit. Und kann schon eine ganz schöne Menge fördern. Und wenn man guckt, wie viel normalerweise durch ein Thermostatgehäuse geht, das ist nicht so viel, obwohl die haben, glaube ich, so Hochleistungsthermostate. Ne? Würdest du aber sagen, dass angenommen, wir haben einen extrem heißen Brennraum, ist es da besser, wenn das Wasser langsam dran vorbeifließt und somit, übertrieben gesagt, mehr Zeit hat, die Wärme rauszunehmen? Oder ist dafür auch das Beste, wenn es schnell durchfließt? Kann man so nicht sagen. Wichtig ist, dass du keine Gasblasenbildung durch Überhitzung hast. Mhm. Also es könnte ja sein, dass zum Beispiel das Wasser an bestimmten Stellen stehen bleibt. Mhm. Und dann kriegst du da Gasblasenbildung. Mhm. Und wenn die sich dann auch noch ausbreiten, dann hast du, ich sag mal, so eine große Dampfblase im Zylinderkopf, die überhaupt nicht mehr gekühlt wird. Und dann, ich sag mal, gibt es eine Katastrophe. Und ob das jetzt passiert oder nicht, kann man nicht vorhersagen. Also diese mittlere Lage hier 0,45. Mhm. Angenommen, wir würden die rauslassen, würden wir dann verdichtungsmäßig irgendwo so bei 9,6, 9,7 landen, 8,6, 8,7 und hätten halt den vollen Volumen vom Wasserkanal offen. Ne? Mhm. Aber da können wir jetzt lange drüber philosophieren. Ich denke, war schon wieder ein recht langes Video. Sind wir auf jeden Fall ein bisschen schlauer, wissen, wo wir stehen. Ändern können wir es eh nicht. Aber ich würde sagen, im nächsten Video seht ihr dann, wie wir final endlich die Köpfe darauf montieren. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.